Und da bin ich wieder. Und ich hoffe, es nimmt wieder auf. So. Wo war ich noch nicht? Bei ihm. Zumindest um nach den Secrets zu schauen. Schauen wir mal, ob wir da auch was finden. Es gab ja die eine Stelle, wo ich diesen Roboter hatte und da oben Igloos waren. Aber da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Schauen wir halt mal. Vielleicht geht's jetzt irgendwie. Mit Skill und Talent und Können, alles was ich nicht besitze. Langweilig, langweilig. So. Da oben geht's nicht drauf. Fledermäuse. Mehr Fledermäuse. Ein Rad. Da oben geht's auch nicht drauf. Ja, das war jetzt nicht fair. So. Ja. Ja. Ja, genau. So war das geplant. An den Wänden geht's auch nicht durch? Nein. Die sehen so komisch aus, die Rohre. Ähnlich wie diese Feuerkanister bei der Air Stage. Okay, geht's irgendwo runter? Nein. Nein. Hier werde ich vermutlich eh nur, wenn überhaupt, so ein Lebensenergieteil finden, weil hier habe ich ja meine Slide-Fähigkeit bekommen. Ah, meine Fresse. Meine Fresse. Ja, schön. Oh, ihr regt mich so ab. Oh, ihr Mistviecher. Weg. Gut. Raus hier. Geht's da oben? Nein. Ist irgendwas mit den Dingern? Kann ich die kaputt machen? Nee, 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 nein, nein, nein. Kaputt schlagen. Drüber kann ich auch nicht. Es ist voll einfach, dafür darum zu verhindern, dass ich da weiter kann. Kaputt. Ich kann da jetzt schon rauf, das bringt mir nur nichts, weil da oben ist ja gar nichts ohne, dass ich mit dem Roboter hinkommen könnte. Oder hätte ich das Igloo stehen lassen müssen? Nee, das bringt ja auch nichts. Das ist ja viel zu weit. Wenn ich hier drauf wäre, dann komme ich da immer noch nicht hin. Ja. So. Gut. Und hier ist schon wieder so eine Säule. Geht's auch nicht rein? Ach, das war ja nett. Suizidroboter. Schauen wir erstmal woanders. Flammenviech. Oder hatte ich's da? Nein, ich glaube nicht. So. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Also, es gab eigentlich in jedem Megaman-Teil immer ein Flammenviech, ein Luftviech, gegen das man kämpfen musste, also als Master Robot. Und irgendein, der irgendwie so eine Schneidefähigkeit hatte, sowas ähnliches. Und ja, auch irgendjemanden, der hart steinig war und mit Steinen geworfen hat, wie Gutsman im ersten Teil, gab es in der Regel eigentlich auch in den meisten Teilen. Die Einfallslosigkeit ist also ziemlich beeindruckend, was das angeht. Aber Hauptsache das Spiel macht Spaß.
teilweise kamen dann auch noch innovative Ideen. Es wurden sogar Contests veranstaltet, einen neuen Master Robot zu schaffen, also zu zeichnen, und ich glaube, der Gewinner wurde dann auch tatsächlich so in einem Spiel eingebaut. Es war ja sowieso allgemein ziemlich einfach, so ein Ding zu... Ich meine, du zeichnest halt einen Roboter, wenn du zeichnen kannst, und Menschen irgendwas mit Man dahinter, und schon hast du einen Master-Robot. Das kann auch noch so wirre Shit sein. Das ist nicht so schlimm wie das, was bisher schon alles da war. Also, da braucht man sich nicht so arg viel Mühe zu geben. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher dann genommen wurde. Ich glaube, es war irgend so ein asiatisch aussehender Roboter, aber ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, in welchen Teil der dann kam. Aber das finde ich noch raus. Und ja, das ist an sich ja eine ziemlich geile Sache. Ich meine, stellt euch vor, ihr zeichnet mal einen Gegner und den könnt ihr dann tatsächlich mal im Spiel sehen. Daran sieht man auch, wie erfolgreich und beliebt Mega Man war, ist. Ich meine, dass solche Contests veranstaltet werden und dass viele mitmachen und es dann auch tatsächlich umgesetzt wird, ist eine tolle Sache. Und ja, allgemein, eine der unbeliebtesten Teile ist 7. Ich weiß nicht genau wieso, also zum einen wahrscheinlich, wie gesagt, weil der Bildschirm so ähnlich wie hier ist, also sehr wenig freier Spielraum, man nimmt schon selbst den halben Bildschirm ein und dann der Gegner den anderen halben Bildschirm und dann sieht man halt nichts. Ich vermute da drum. Und außerdem, ja, es wurde irgendwann zu Story belastig. Ich meine, nichts gegen Story, das ist eine feine Sache, wenn die in dem Spiel eingebaut ist. Aber wenn man dann ewig lang ein Intro ansehen muss, das man nicht mal überspringen kann, wenn man das Spiel startet, und ja, das ist dann bei so einem Spiel nicht gerade förderlich. Ich meine, es ist Mega Man. Da braucht man doch keine große Geschichte, man muss einfach nur Gegner platt machen. 8 Roboter und danach noch ein Boss und dann sind wir glücklich. So, ich muss nicht nochmal gegen die kämpfen. Gut, aber immerhin haben wir Leben gefunden. Das ist ja schon mal etwas.